Hallo, willkommen bei diesen ersten Schritten der TradeStation-Serie. Mein Name ist Jesus Navar. Ich bin hier bei der TradeStation für die Kundenschulung verantwortlich. Heute werde ich Ihnen die Schulungsmaterialien vorstellen und präsentieren. Willkommen alle zusammen. Ich weiß, dass wir Teilnehmer aus der ganzen Welt haben. Deshalb möchte ich diese Möglichkeit ergreifen, um ihm dafür zu danken, dass Sie sich trotz Ihres vollen Terminkalenders die Zeit genommen haben, um an diesem Kurs teilzunehmen, um mehr über die TradeStation-Plattform zu erfahren. Die ersten Schritte mit TradeStation ist eine Schulungsplattform, die Ihnen helfen soll, die Leistungsstärke von TradeStation besser zu nutzen. Wir bieten 12 einzelne Lektionen an, in denen wir die vielen Funktionen von TradeStation so gut wie möglich vorstellen möchten, damit Sie auch wirklich alle Funktionen umfassend nutzen können. Sehen Sie sich diesen Terminplan an, den ich hier auf der PowerPoint-Folie zeige. Registrieren Sie sich bitte unbedingt für einen oder alle Kurse, die hier aufgeführt sind. Wie Sie sehen können, beginnen wir heute am 3. September mit der Lektion 1, Grundlagen des TradeStation Desktop. Wenn Sie rechts unten am Bildschirm die Schaltfläche Documents anklicken, erhalten Sie Zugang zu sämtlichen PDFs. Ich werde gleich die PDF für die heutige Lektion, nämlich die Lektion 1, aufrufen. Diese PDF erhält alle Themen, über die wir heute sprechen werden. Klicken Sie bitte also den Link an und speichern Sie die PDF auf Ihrem Computer, da wir sie später benötigen. Im Abschnitt Documents dieses Players finden Sie alle PDFs, die wir in der Serie besprechen werden, also 12 verschiedene PDFs. Da es heute keinen Moderator gibt, werde ich mein Bestes tun, um immer wieder während der Live-Präsentation einen Blick auf den Chat zu werfen und Fragen entgegenzunehmen. Bitte stellen Sie jedoch nur Fragen zum Thema. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, die nicht zum präsentierten Inhalt passen, können Sie mich gerne per E-Mail kontaktieren oder sich an den technischen Support wenden. Dieser hilft Ihnen gerne und zeigt Ihnen, wie Sie in der TradeStation die verschiedenen Dinge ausführen können. Sie können mit Fragen aber auch über das Chatfenster unten am Bildschirm übermitteln. Wie zuvor bereits erwähnt, werde ich immer wieder einen Blick auf den Chat werfen, um zu sehen, ob ich einige Fragen gleich direkt beantworten kann. Probieren Sie es einfach aus. Bedenken Sie nur, dass das Chatfenster unten für jeden zu sehen ist und damit auch jeder Ihre Fragen sehen kann. Und jeder wird auch die Kommentare der anderen lesen können. Die Präsentation wird auch archiviert oder gespeichert und auf unserer Website im Bereich On-Demand Webcast hochgeladen. Ich werde Ihnen gleich über das Chatfenster einen Link senden, mit dem Sie Zugang zu den Archiven dieser Präsentation haben. Wenn Sie diesen Abschnitt jetzt aufrufen, sehen Sie die Archive des letzten Kurses mit dem Titel Getting Started. Um alle neuen Videos mit diesem Link zu verknüpfen, werden wir ein paar Tage benötigen, vielleicht auch eine Woche oder zwei. Sie sollten die Videos aber auf jeden Fall speichern, damit Sie sie später wieder aufrufen können, falls Sie den Inhalt des jeweiligen Kurses nochmals ansehen wollen. Bevor wir beginnen, hier einige wichtige Informationen. Die folgenden Präsentationen dienen lediglich zu Schulungszwecken. Beachten Sie, dass aktives Trading nicht jedermanns Sache ist. Deshalb enthält die PDF mit dem Titel Important Disclosures, wichtige Mitteilung, auf die ich mich bereits bezogen habe. Ich stelle sie nochmals in den Chat, weitere Informationen über die Risiken, die mit dem Trading einhergehen. Wenn möglich, nehmen Sie sich also bitte die Zeit, um einige der dort aufgeführten Informationen zu lesen. Okay, lassen Sie uns beginnen. Nun werde ich auf meinem Bildschirm noch TradeStation aufrufen. Jeder sollte meine Plattform nun sehen können. Bevor wir beginnen, möchte ich dem Publikum einige Fragen stellen, die hier auf dem Bildschirm zu sehen sind. Zunächst möchte ich gerne wissen, mit welchen Instrumenten Sie primär handeln. Danach werde ich alle Teilnehmer über die Ergebnisse informieren. In diesem Kurs befinden sich 60 Personen, 64 um genau zu sein. Wenn ich diese Umfrage starte, müssen Sie nur jene Positionen anklicken, mit denen Sie derzeit handeln. So erhalten wir eine Art demografischen Überblick über diesen Kurs. Wie ich erwartet habe, handelt die Mehrheit von Ihnen mit Aktien, gefolgt von Aktienoptionen, dann Terminkontrakte und dann Forex-Handel. Vielen Dank für Ihre Antworten.
Das hilft mir ein wenig, wenn ich über die Ordreverfassung spreche, weil ich mich auf einige der Funktionen konzentrieren werde, die Aktien- und Optionshändlern zur Verfügung stehen. Ich werde mich auch intensiv mit Terminkontrakten beschäftigen und auch ein wenig mit Forex-Händlern. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Umfrage. Darüber hinaus würde ich von den Teilnehmern gerne wissen, ob sie das erste Mal an diesem Kurs teilnehmen. Ich werde dieses Ergebnis dann ebenfalls allen anderen mitteilen, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die diesen Kurs öfters machen. Ich weiß auch, dass diese Kurse viele Informationen beinhalten und es manchmal ein wenig schwierig ist, alle Funktionen zu verstehen, die in der TradeStation zur Verfügung stehen. Danke. Also, circa zwei Drittel von Ihnen haben noch nie zuvor an diesem Kurs teilgenommen. Danke an alle für Ihre Antworten. Stanley, wenn Sie die PDFs suchen, sie finden Sie gleich hier. Ich werde sie für alle hervorheben. Gleich hier im Abschnitt Documents rechts unten. Ich habe bemerkt, dass während meiner Einführung ein paar Fragen eingegangen sind. Und ich sehe gleich mal nach, ob ich diese jetzt sofort beantworten kann. Kathleen, ich sehe, Sie haben Probleme mit Ihrem Makros. Wenn Sie auf Makros klicken, erscheint ein leeres Fenster. Es wird nicht angezeigt, was angezeigt werden soll, nämlich zwei Kategorien und die Makroliste. Sie fragen, ob Sie die TradeStation neuerlich laden sollten. Das ist eine gute Idee. Ja, ich würde sagen, die TradeStation-Dateien werden nicht ordnungsgemäß installiert, weshalb Ihnen einige leere Felder angezeigt werden. Wenn Sie TradeStation neuerlich laden und danach noch immer dasselbe Problem haben, wenden Sie sich bitte an den technischen Support, damit dieser Ihnen bei der Problemlösung hilft. Vielleicht gibt es eine Lösung, ohne dass TradeStation deinstalliert und dann neuerlich installiert werden muss. Der technische Support könnte Ihnen dabei helfen. Keith, Sie stellen eine gute Frage. Können das simulierte Trading und das Live-Trading gleichzeitig geöffnet sein? Falls nicht, geht das mit zwei Computern. Das ist eine super Frage, Keith. Und für jemanden, der handelt, wäre das sicher toll, zwei Setups zu haben. Eine Simulation und einen Live-Bildschirm, die beide zur gleichen Zeit laufen, damit man seine Ideen in der Simulation testen kann und nicht sein eigenes Kapital riskiert wie beim Live-Trading. Nun, in der TradeStation erhalten Sie Zugang zu beiden Umgebungen, der simulierten und der Live-Umgebung. Allerdings können Sie nicht zur selben Zeit mit beiden Umgebungen verbunden sein. Auch wenn Sie mit mehreren Computern arbeiten, können Sie immer nur mit einer Umgebung verbunden sein. Wenn Sie dennoch eine Verbindung zur Simulation und zur Live-Umgebung haben möchten, wäre die einzige Lösung, sich nochmals mit anderen Benutzerdaten bei TradeStation anzumelden. Das heißt, dass Sie einen Benutzernamen und ein Passwort benötigen, die sich von den derzeit verwendeten unterscheiden. Diese erhalten Sie vom Kundendienst. Das heißt natürlich, dass wir für Sie neue Daten anlegen müssen. Das wiederum führt dazu, dass Sie für diese weitere TradeStation-Anmeldung zusätzliche Gebühren zahlen müssen. Wenden Sie sich jedoch unbedingt an den Kundenservice, denn wenn Sie aktiv handeln und das Trading Limit für eine kostenlose TradeStation-Nutzung nicht überschreiten, erhalten Sie ein zweites TradeStation-Login möglicherweise kostenlos. Ich nehme an, dass Sie womöglich nur für den Echtzeitdatenverkehr zahlen müssen, den Sie für Ihr Konto hinzugefügt haben. Aber all das können Sie mit dem Kundenservice klären. Rufen Sie dort einfach an und fragen Sie, ob Sie einen weiteren Login kostenlos erhalten können. Ich sehe, dass Sie überhaupt noch kein TradeStation-Konto haben. Wenn Sie ein TradeStation-Konto eröffnen möchten, müssten Sie sich an Ihre Verkaufsabteilung wenden. Ein Kundenbetreuer kann Ihnen dort sagen, was für die Kontoeröffnung bei TradeStation erforderlich ist. Es ist deshalb ganz gut, dass Sie heute hier sind. So halten Sie ein paar Informationen darüber, worum es bei TradeStation eigentlich geht. Und Sie haben die Möglichkeit, etwaige Fragen zu stellen. Fangen wir nun also an.
Auf den ersten paar Seiten der PDF für die Lektion 1 finden Sie Informationen zu den Installations- und Systemvoraussetzungen. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass die PDF diese Informationen enthält. So können wir unsere Erwartungen danach ausrichten. Denn manchmal haben wir einen Computer und möchten diesen für TradeStation benutzen. Nach der Installation von TradeStation erkennen wir jedoch, dass der Computer nicht über die benötigte Kapazität verfügt, damit alles, was wir brauchen, auch richtig ausgeführt wird. In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen aber nicht sagen, welchen Computer Sie benötigen, denn jeder TradeStation-Nutzer ist anders. Es gibt einen Standardnutzer, den vielen Nutzer, der mehr Systemressourcen benötigt. Und dann gibt es da noch jeden Benutzer, der nur ein paar Kursdiagramme geöffnet hat und gleichzeitig nur mit ein paar Instrumenten handelt. Dieser Benutzer kann daher nicht als Vielnutzer angesehen werden. Die Art von Computer, die Sie benötigen, wird also dadurch bestimmt, wie Sie TradeStation nutzen. Wenn Sie jedoch die TradeStation-Website unter www.tradestation.com aufrufen, und wenn Sie das noch nicht getan haben, sollten Sie dies auf jeden Fall tun, sehen Sie oben einen Bereich, der sich Kundencenter nennt. Hier finden Sie eine Menge wertvoller Informationen, die für Sie von Vorteil sein könnten. So, ich habe mich nun in mein Kundencenter eingeloggt. Das ist gleich diese Registerkarte hier. Und so sieht sie aus. Und die Informationen der PDF, jene über die Installation und alles, was Ihr Computer haben muss, finden Sie gleich hier auf der linken Navigationsleiste unter System Requirements. Wenn Sie das anklicken, bevor Sie die Plattform herunterladen, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dort erfahren Sie, wie viel Speicher Sie benötigen, um TradeStation genauso auszuführen, wie Sie es möchten. Einen Schritt habe ich ausgelassen, nämlich Download Software. Hierfür müssen Sie auf diese grüne Registerkarte klicken. Um TradeStation auszuführen, müssen verschiedene technische Spezifikationen vorhanden sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Nutzer Sie sind, gibt es hier einen Link mit dem Titel What Type of User Am I? Wenn Sie diesen Link anklicken, gelangen Sie zu diesem Abschnitt hier, in dem die TradeStation-Nutzerprofile beschrieben werden. Und dann wissen Sie, welche Kapazität Ihr Computer benötigt. Wenn Sie der Trading-Typ sind, der auf seinem Bildschirm hunderte von Kursdiagrammen öffnet, mehrere Fenster gleichzeitig sehen und Updates zu hunderten von Symbolen gleichzeitig in Echtzeit sehen möchte, dann erfüllen Sie die Kriterien für einen Vielnutzer. In diesem Fall werden Sie zur Ausführung von TradeStation so viel Speicher und Geschwindigkeit wie möglich benötigen. Also, beschäftigen wir uns ein wenig mit den Unterschieden zwischen dem simulierten Trading und dem Live-Trading. Wie wir zuvor bereits festgestellt haben, handelt es sich bei diesen beiden um zwei verschiedene Umgebungen. Und wir haben auch angemerkt, dass man nicht mit den beiden gleichzeitig verbunden sein kann. Wenn Sie TradeStation das erste Mal starten, sehen Sie das TradeStation-Anmeldefenster. Dort müssen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Ich gebe nun hier meine Daten ein. Im Anmeldefenster gibt es hier rechts zwei Schaltflächen. Sie müssen sich nun entscheiden, ob Sie die Live-Trading-Umgebung oder die simulierte Trading-Umgebung aufrufen möchten. Seien Sie bei diesem Fenster besonders vorsichtig, denn wir drücken für gewöhnlich automatisch die Enter-Taste, sobald wir das Passwort eingegeben haben. Wenn Sie bei diesem Anmeldefenster die Enter-Taste drücken, werden Sie jedoch von TradeStation zu Ihrem Live-Account weitergeleitet. Wenn Sie sich allerdings bei einer simulierten Umgebung anmelden möchten, müssen Sie Ihren Mauszeiger zur blauen Schaltfläche mit der Bezeichnung Simulated Trading bewegen. Wenn Sie aber die Enter-Taste drücken, werden Sie mit der falschen Umgebung verbunden. Und was geschieht, wenn Sie Ihr Geld irrtümlich in Ihrer Live-Umgebung verlieren? Leider können wir Ihnen dann nicht Ihr Geld zurückerstatten, nur weil Sie sich irrtümlicherweise in der falschen Umgebung angemeldet haben. Achten Sie also darauf, was Sie anklicken und womit Sie verbunden werden. Ich zeige Ihnen nun, was geschieht, wenn ich auf Simulated Trading klicke. Zudem werde ich Sie auf die Dinge hinweisen, auf die Sie aufpassen müssen, um sicherzustellen, dass Sie sich in der richtigen Umgebung befinden. Erstens, ich bin mir nicht sicher, ob Sie es gesehen haben, aber als ich mich angemeldet habe, wurde dieses kleine Fenster eingeblendet. Dieses informiert Sie darüber,
dass man mit einer simulierten Umgebung verbunden ist. Sehen Sie sich auch die Orderleiste hier oben an, wo die Kontonummer mit dem Buchstaben SIM beginnt. Dies weist Sie darauf hin, dass Sie mit einer simulierten Umgebung verbunden sind. Und wenn Sie sich nun die Statusleiste ganz unten ansehen, sehen Sie ebenfalls die Kontonummer mit dem Buchstaben SIM. Um das Ganze noch verständlicher zu machen, wenn Sie das hier ganz unten sehen, befinden Sie sich in einer Trading-Simulation. Und diese wird in Blau angezeigt. Die Buchstaben SIM zeigen Ihnen also an, dass Sie mit einer simulierten Umgebung verbunden sind. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie das gesehen haben, als ich mich gerade angemeldet habe. Achten Sie auf meine Daten. Das Feld Data wird in Rot angezeigt. Und möglicherweise tritt dieses Problem ab und zu einmal auf, wenn Sie mit der simulierten Umgebung verbunden sind. Sie jedoch keine Datenverbindung haben. Das heißt, dass ich keine Daten empfangen oder versenden kann. Meine Datenverbindung ist offline. Ich werde nun also meine Verbindung aktualisieren, um zu sehen, ob sie grün wird. Ihre TradeStation-Verbindung können Sie ganz rasch bestimmen, indem Sie auf diese Indikatoren ganz unten doppelklicken. Meiner Meinung nach ist das der schnellste Weg, wie Sie die Verbindung trennen und wiederherstellen können. Manchmal hat man ja so viele Arbeitsbereiche offen, sagen wir mal ein Dutzend, und bei jedem sind 10 Fenster geöffnet. Das sind also insgesamt 120 Fenster, die jedes Mal, wenn Sie TradeStation herunterfahren und wieder starten, geöffnet werden müssen. Wenn Sie daher mal eine Verbindung aktualisieren möchten, ohne alles komplett herunterzufahren, doppelklicken Sie einfach auf die Indikatoren am unteren Bildschirmrand. Ich erhalte diese Warnung, dass ich offline gehe. Das ist okay. Wir arbeiten nun offline. Beachten Sie, wie die beiden Indikatoren wieder rot werden. Nun doppelklicke ich sie nochmals an. Es ist ganz egal, welchen Sie anklicken. Ich glaube, das Anmeldefenster wird angezeigt, unabhängig davon, welcher Indikator angeklickt wurde. So, nun erscheint mein Anmeldefenster wieder. Ich gebe meine Daten ein und rufe das simulierte Trading auf. Ich erhalte eine Bestätigung, dass ich mich im Simulator befinde und meine Datenverbindung ist immer noch rot. Das ist interessant, das, was jetzt passiert. Wenn Ihnen das passiert, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um dieses Problem zu lösen. Lassen Sie mich kurz versuchen, ein Kursdiagramm aufzurufen, um zu sehen, ob es angezeigt wird. Es wird was angezeigt. Das ist interessant. Damit ich keine Probleme habe, werde ich TradeStation jetzt herunterfahren und nochmals öffnen. Ich versuche das jetzt nochmals, um zu sehen, was auf meinem Bildschirm passiert. Okay. Ich habe TradeStation gerade heruntergefahren. Ich habe es wieder geöffnet. Es versucht, eine Verbindung herzustellen. Ich sollte gleich eine Antwort erhalten. Okay, so sollte das aussehen. Wir sehen Trading SIM, also Trading SIM, in Blau und Data in Grün. So wissen wir, dass wir mit dem Datenserver verbunden sind. Okay, hier habe ich einige Programme. Sie haben das wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber das stammt aus dem Trading App Store. Wir haben zwar über den Trading App Store noch nicht gesprochen, allerdings gibt es dort einige Produkte, die Sie in TradeStation installieren können, welche in TradeStation standardmäßig nicht verfügbar sind. Und ich glaube, in Lektion 12, wenn wir über die Online-Präsenz sprechen, werde ich Ihnen einige der Produkte vorstellen, die Sie kostenlos in Ihrer TradeStation installieren können. Und wenn man sich Produkte vom Trading App Store herunterlädt, ist das Tolle daran, dass Sie sich nicht nochmals anmelden müssen. Ganz egal also, wo Sie angemeldet sind, haben Sie Zugang zu diesen Produkten. Meistens, wenn wir eine benutzerspezifische Anzeige oder Strategie haben, funktioniert diese nur auf dem Computer, in dem Sie sie importiert haben. Aber der Trading App Store ist ganz bequem, da automatisch Ihre Anmeldedaten verwendet werden, wenn Sie eine spezifische Strategie vom Trading App Store installieren. Wenn Sie sich also zu Hause anmelden, haben Sie Zugriff auf diese Indikatoren und Strategien. Wenn Sie sich aber an Ihrem Arbeitsplatz anmelden, haben Sie ebenfalls Zugriff auf diese Indikatoren und Strategien. Das macht das Ganze äußerst bequem. Nun werde ich OK anklicken und dieses Dialogfenster des Trading App Stores schließen. Gehen wir nun zur Seite 5. Auf dieser Seite geht es um die TradeStation Desktop-Komponenten.
Ich werde nun alle Desktop-Komponenten von oben nach unten erläutern und gleich hier mit der Menüleiste beginnen. Die Menüleiste ist der anderer Windows-Anwendung sehr ähnlich. Sie klicken auf das Hauptmenü und erhalten eine Dropdown-Liste mit verschiedenen Funktionen. Bei der Verwendung von TradeStation werden Sie herausfinden, dass diese Menüs fensterabhängig sind. Damit meine ich, dass abhängig vom Fenster, das auf Ihrem Desktop aktiv ist, sich die Elemente hier ändern. Wenn Sie also ein Kursdiagramm geöffnet haben, ändert sich das Menü und es sind alle Optionen und Funktionen zu sehen, die für Kursdiagramme verfügbar sind. Wenn Sie jedoch einen Radarbildschirm offen haben, sehen Sie, wie sich die Menüoptionen ändern und alle Optionen angezeigt werden, die für Radarbildschirme verfügbar sind. Der Grund hierfür liegt darin, dass es so viele Funktionen gibt, die fensterspezifisch sind, und wir wollten sie nicht dadurch verwirren, indem wir alle Menüpunkte anzeigen. Alle Menüs sind also fensterspezifisch. Und das gilt auch für die Werkzeugleiste, die Sie gleich unter der Menüleiste sehen. Einige der Werkzeuge hier auf der Werkzeugleiste sind immer sichtbar. Andere hingegen, wie in diesem Bereich, wo Sie keine Schaltflächen sehen, ändern sich. Ich zeige Ihnen das mal. Wenn ich zu meinem Trading Apps Startschaltfläche gehe und auf Chart Analysis klicke, bemerke ich nach dem Öffnen des Kursdiagramms, dass TradeStation eine Reihe neuer Schaltflächen auf der Werkzeugleiste anzeigt, die sich auf die Diagramme beziehen. Wenn ich das Diagramm schließe, verschwinden die Schaltflächen. Wir haben also einige Werkzeugleisten, die fensterspezifisch sind und die nur sehen können, wenn das jeweilige Fenster aktiv ist. Unterhalb der Werkzeugleiste sehen wir die sogenannte Orderleiste. Dort können Sie Ihre Order manuell eingeben. Und manchmal ist das ein arbeitsintensiver Vorgang. Schließlich muss man ein Feld nach dem anderen aufrufen, die Order-Spezifikationen eingeben und wenn man dann die Order erstellt hat, auf Buy, Sell, Sell Short oder Buy to Cover klicken. Und genau das meine ich mit arbeitsintensiv. Man muss für eine Order einfach vieles anklicken. Über die Orderleiste und ihre Funktionen werden wir morgen sprechen. Aber es gibt in TradeStation noch andere Tools, die meiner Meinung nach für das Platzieren einer Order etwas effizienter sind, zum Beispiel die Matrix. Über die Matrix werden wir in Lektion 3 sprechen, wenn wir über Chart Trading und die Schnellhandelsliste sprechen werden. TradeStation bietet also verschiedene Tools, mit denen Sie handeln können. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, welches das bequemste Tool für Sie ist. Kein Tool ist besser als das andere. Jedes Tool, das Sie am meisten anspricht, ist jenes, das Sie für das Trading in Ihren TradeStation-Plattformen verwenden werden. Wenn Sie die Version 9.1 verwenden, sind Sie wahrscheinlich die Shortcut-Leiste hier links gewöhnt. Für ein Update von 9.1 und 9.5 haben wir diese kleine Registerkarte links hinzugefügt. Sie wird Trading Apps Launcher genannt. Die Trading Apps Registerkarte kann also an jenen beliebigen Platz verschoben werden. Wenn Sie sie hier links nicht haben möchten, können Sie sie hierher nach rechts ziehen. Ich möchte die Trading Apps Registerkarte nun aber hier nach ganz oben schieben. Jedes Mal, wenn ich eine Trading App benötige, muss ich nur hierher gehen, klicken und dann sehe ich alle verfügbaren Schaltflächen, die ich anklicken und eine Trading App öffnen kann. Verschieben Sie die Trading App Registerkarte nun an den gewünschten Ort, an einen Ort, wo Sie sie finden und nicht vergessen, dass Sie ihn dorthin verschoben haben. Ich kann alle Trading Apps über das Ansichtsmenü deaktivieren. Beachten Sie, dass es dort die Option Trading App Launcher gibt. Wenn Sie diese Option markieren, wird sie komplett ausgeblendet. Wenn Sie also nicht möchten, dass diese neue Registerkarte angezeigt wird, können Sie sie einfach über das Menü View entfernen. Ich werde sie nun wieder aktivieren. Der Trading Apps Launcher ist interessant. Standardmäßig gibt es hier nicht so viele Schaltflächen. Wie bereits erwähnt, können Sie jedoch bei der Installation von Trading Apps den Trading App Store aufrufen, um Trading Apps in TradeStation zu installieren. Hier haben Sie eine Sprachfunktion, mit der Sie die Trading Apps filtern können. Sie müssen hierfür nur ein paar Buchstaben eingeben. Beachten Sie, dass ich CHAR eingebe. Nun wird nur das Symbol bzw. die App angezeigt,
die mit diesen Zeichen übereinstimmt. In diesem Fall ist das die Chartanalyse. Wenn Sie also nach Markttiefe suchen, geben Sie nur das Wort ein, das für Sie von Belang ist. Im Trading-Apps-Fenster werden alle Möglichkeiten gefiltert und Ihnen nur die relevanten angezeigt. Nun genug zu Trading-Apps. Jedes Mal, wenn Sie hier eine Schaltfläche anklicken, öffnet sich in TradeStation ein neues Fenster. Gehen wir nun weiter und ich erkläre Ihnen die Unterschiede zwischen Arbeitsbereichen, Fenstern und Desktops. Dies wird Ihr Leben erleichtern, wenn es um die Organisation Ihrer Arbeit in TradeStation geht. Immer wenn Sie ein Fenster in TradeStation öffnen, wird es in diesem umbenannten Arbeitsbereich enthalten sein. Und der Arbeitsbereich wird als unbenannt angezeigt, weil ich ihn noch nicht gespeichert habe. Nun gehe ich zu meinen Trading-Apps und klicke auf Chart Analysis. Jedes Mal, wenn Sie ein Kursdiagramm benötigen, brauchen Sie nur nochmals auf Trading-Apps klicken und dann auf Chart Analysis. Dadurch wird ein weiteres Kursdiagramm geöffnet. Nun habe ich also einen Arbeitsbereich mit zwei Fenstern. Es gibt einiges, was man mit den Fenstern machen kann. Fenster können zum Beispiel durch Anklicken der Titelleiste auch an einen anderen Ort gezogen werden. Sie können auf die Ecken dieser Fenster klicken und deren Größe anpassen, damit sie besser in Ihren Arbeitsbereich passen. Sie können Fenster auch nebeneinander anordnen. Im Fenstermenü gibt es auch einige Funktionen, mit denen Sie Fenster horizontal, vertikal oder stufenförmig anordnen können. Wenn ich ein Fenster vertikal anpasse, sehen Sie hier, wie TradeStation meine Fenster organisiert und den gesamten Desktop-Bereich ausfüllt. Sobald sich meine Arbeitsbereiche oder Fenster an gewünschtem Platz befinden, kann ich den Arbeitsbereich speichern. Um diesen Arbeitsbereich mit der Bezeichnung Umbenannt zu speichern, gehe ich zum Menü File und klicke auf Save Workspace. Und ich kann diesem Arbeitsbereich auch einen Namen geben. Diesen hier nenne ich Two Charts, ein erklärender Name also, damit ich weiß, was der Arbeitsbereich enthält. Wenn ich einen weiteren Arbeitsbereich benötige, erstelle ich mit Hilfe der ersten Schaltfläche auf meiner Werkzeugleiste einen neuen Arbeitsbereich. Wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen, erscheint der Text Neuer Arbeitsbereich. Wenn ich Two Charts anklicke, erscheint eine Registerkarte mit der Bezeichnung Untitled Workspace 2. Meine Kursdiagramme sind auf dem Bildschirm nicht ersichtlich. Sie können aber sicher sein, dass diese Diagramme noch immer Echtzeitdaten übertragen. Sie haben bereits alle Alarme festgelegt. Wenn Sie für diese Kursdiagramme eine Strategie festgelegt haben, werden Sie auch weiterhin aktualisiert, obwohl Sie auf dem Bildschirm nicht mehr angezeigt werden. Sie befinden sich in diesem anderen Arbeitsbereich, der sich im Hintergrund befindet. Eines ist jedoch richtig. Jeder Arbeitsbereich, der Echtzeitdaten übertragen und Alarme überwachen soll, muss geöffnet sein. Er muss genauso geöffnet sein wie mein Arbeitsbereich hier mit der Bezeichnung Two Charts. Er ist nicht zu sehen, aber ich weiß, dass er geöffnet ist. Hier kann ich weitere Fenster hinzufügen. Nehmen wir einmal an, ich möchte ein Matrix-Fenster hinzufügen. Ist dies der Fall, klicke ich im Trading Apps Launcher auf Matrix. Und dann gehe ich nochmals zum Trading Apps Launcher und dort zu Time und Sales. Übrigens, während des Kurses werden wir all diese Fenster erklären, damit Sie genau wissen, wie Sie sie nutzen können. Ich gehe nochmals zu File und ich klicke auf Save Workspace. Und das sieht so aus: TradeStation, Matrix, Time and Sales. Ich werde das nun speichern. Beachten Sie, wie die Registerkarte hier bereits gespeichert ist. Das Tolle am Speichern von Arbeitsplätzen ist, dass diese das nächste Mal, wenn Sie sich bei TradeStation anmelden, automatisch geöffnet werden. Einige Leute sind begeistert davon, einige Leute nicht. Da ich immer mit verschiedenen Arbeitsbereichen arbeite, habe ich mein TradeStation immer ohne Arbeitsbereiche geöffnet. So öffnet es sich schneller und dann kann ich auswählen, welche Arbeitsbereiche ich öffnen möchte. Wenn Sie jedoch diese Art von Benutzer sind, der immer eine bestimmte Anzahl von Arbeitsbereichen verwendet, können Sie festlegen, dass TradeStation diese automatisch öffnet. Damit Sie kontrollieren können, welche Arbeitsbereiche geöffnet werden und welche nicht, gibt es Preferences, also bevorzugte Einstellungen, die Sie sich hier ansehen sollten. Gehen wir nun also zu File und dann zu Preferences. Diese bevorzugten Einstellungen befinden sich unter TradeStation Desktop, der ersten Option hier. Und wir müssen hier zur Registerkarte Workspaces gehen. Hier ist sie. Und wir haben einen Abschnitt hier unter Startup. Die Standardeinstellung sieht vor, dass alle Arbeitsbereiche der letzten Sitzung geöffnet werden.
Und jene, die nicht möchten, dass ein Arbeitsbereich geöffnet wird, sollten genau diese Option wählen. Interessant. Michael, als Antwort auf Ihre Frage: Funktionieren Arbeitsbereiche, die in 9.1 erstellt wurden, auch in 9.5 und umgekehrt? Das ist teilweise richtig. Jeder Arbeitsbereich, den man in 9.1 erstellt, kann man in 9.5 verwenden. Die Arbeitsdatei wird auf 9.5 abgedatet. Allerdings ist es umgekehrt nicht möglich. Der Arbeitsbereich ist also nicht rückwärtskompatibel. Alles, was in 9.5 erstellt wurde, kann in 9.1 nicht geöffnet werden. Daran sollten Sie stets denken. Arbeitsbereiche sind immer vorwärtskompatibel, aber nicht rückwärtskompatibel. Das ist also der Unterschied zwischen Fenstern und Arbeitsbereichen. Dabei geht es nur um eine Datenanzeige. Und in einem Arbeitsbereich können mehrere Fenster gespeichert werden. Nun, Desktops im TradeStation ist ein Konzept, das eingeführt wurde, damit Sie mehrere Bildschirme verwenden können. An den Computer, den ich gerade verwende, sind zwei Bildschirme angeschlossen. Auf einem Bildschirm verwende ich gerade TradeStation und auf dem anderen die Webcast-Technologie, mit der ich mein TradeStation projizieren kann, damit Sie es ebenfalls sehen. Es ist also sehr bequem, dass man zwei Bildschirme anschließen kann. Nun gut, TradeStation kann auf mehreren Bildschirmen geöffnet werden, sodass Sie Ihre Arbeit, aus welchem Grund auch immer, organisieren können. Sie können einen Desktop für Aktien verwenden und einen anderen Desktop für Optionsscheine oder vielleicht Terminkontakte. Um einen neuen Desktop zu erstellen, gehen Sie zum Menüpfeil und klicken Sie auf New. Sie sehen dort die Option zur Erstellung eines Desktops. Ein Desktop ist genauso, als ob man auf demselben Computer eine separate TradeStation-Anwendung ausführen würde. Ich zeige Ihnen das mal. Desktop klicke, öffnet sich mein anderer TradeStation Desktop auf meinem anderen Bildschirm. Ich werde diesen nun einfach hier herüberschieben, damit Sie ihn sehen können. Hier ist er. Beachten Sie, dass dieser Bildschirm wie eine zweite TradeStation ist. Es ist ein zweiter Desktop. Dieser sieht fast genauso aus wie der, mit dem ich gerade arbeite. Diesen können Sie jedoch so ändern, dass auf diesem anderen Desktop andere Kursdiagramme und andere Fenster angezeigt werden. Und beachten Sie, dass ich diesen Desktop auf einen anderen Bildschirm oder an einen anderen Ort verschieben kann, damit ich meine Arbeit organisieren kann. Desktops können auch gespeichert werden. Beachten Sie, dass dieser Untitled Desktop 2 heißt. Der eine, den ich zuerst geöffnet hatte, hieß Untitled Desktop 1. Desktops können also auch gespeichert werden. Und die Desktops werden sich daran erinnern, welche Arbeitsbereiche darin geöffnet wurden. Wenn Sie also einen Desktop öffnen, öffnet dieser automatisch alle Arbeitsbereiche, die ganz unten als Registerkarten angeordnet wurden. Nun werde ich diesen Desktop erst einmal schließen. Beim Schließen erscheint dieses Dialogfeld, in dem ich gefragt werde, was ich tun möchte. Do you want to close this desktop or do you want to close all desktops? Möchten Sie diesen Desktop schließen oder möchten Sie alle schließen? Denn immer wenn wir auf das X rechts oben klicken, nimmt TradeStation an, dass wir entweder TradeStation beenden oder nur einen einzigen Desktop schließen möchten. Ich werde nun diesen Desktop schließen und mit jedem weiterarbeiten, mit dem ich bisher gearbeitet habe. Wir haben bereits darüber gesprochen, wie man die Größe von Fenstern anpasst und diese neu anordnet, damit Sie Ihre Arbeit besser organisieren können. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie man Fenster kopiert. Das Kopieren von Fenstern wird auf Seite 7 erklärt. Das ist eine tolle Funktion, insbesondere wenn Sie viel Zeit in die Erstellung eines Arbeitsbereichs und eines bestimmten Kursdiagramms investiert haben. Sie haben alle Einstellungen richtig festgelegt. Sie haben alle technischen Analysen hinzugefügt und nun ist es an der Zeit, ein weiteres Kursdiagramm zu erstellen. Damit Sie nun nicht alle Anpassungen erneut vornehmen müssen, können Sie das Fenster einfach kopieren und hier einfügen. Ich zeige Ihnen das mal. Nehmen wir einmal an, dass mir für dieses bestimmte Kursdiagramm mehrere Analysetechniken zur Verfügung stehen. Wir sprechen momentan nicht über das Charting. Ich werde also rasch hier herübergehen und einige Analysetechniken einfügen. Also im Durchschnitt werden drei Elemente hinzugefügt. Okay. Ich habe also hier ein Kursdiagramm mit mehreren Analysetechniken. Ich formatiere auch das Fenster. Und nehmen wir an, ich ändere den Hintergrund in eine wirklich dunkle Farbe. Hier können wir die Farbe ändern. Schwarz, matt. Und dann ändere ich das Gitter. Und ich mache es weiß. Was immer Sie auch mit dem Kursdiagramm machen, Sie passen es an Ihre spezifischen Wünsche. Dieses hier ist wirklich hässlich, aber nehmen wir an, das ist genau das Kursdiagramm, das mir gefällt. Nun, wenn ich auf Trading-Apps klicke und auch wenn ich auf Chart-Analyse klicke, um ein weiteres Kursdiagramm zu erstellen, verwendet TradeStation stets die Standardfarben.
Wenn Sie nun eine Kopie von diesem Kursdiagramm machen wollen, ohne die Farben zu ändern, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das Fenster. Diese Option ist hier nicht ersichtlich, aber lassen Sie mich sehen, ob ich einige Dinge ändern kann. Die Orderleiste, über die wir heute nicht sprechen werden, kann durch Anklicken dieses X hier entfernt werden. Sie kann immer wieder hierher zurückgebracht werden. Dasselbe gilt für die Positionsleiste. Da wir heute aber auch darüber nicht sprechen werden, werde ich diese Leiste einfach entfernen, um den Bereich in meinem Desktop zu maximieren. Gehen wir nur zum Menü View. Dort oben sehen Sie die beiden Elemente aufgelistet: die Orderleiste und die Positionsleiste. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf mein Kursdiagramm klicke, sehen Sie die Option hier im Menü. Sie heißt Copy Window, also Fenster kopieren. Ich habe soeben das Fenster kopiert. Ich kann einen neuen Arbeitsbereich aufrufen, indem ich hier auf der Werkzeugleiste auf die kleine Schaltfläche klicke. Und dann klicke ich mit der rechten Maustaste in den freien Bereich und wähle die Option Paste Window, also Fenster einfügen. Beachten Sie, dass von diesem Fenster eine Kopie mit allen Analysetechniken, allen Farben und in demselben Stil erstellt wird. Sie sparen sich also die ganze Arbeit. Okay, ich werde nun Close Workspace, also Arbeitsbereich schließen, anklicken. Ich weiß, dass ich den Arbeitsbereich noch nicht gespeichert habe. Ich möchte den aber auch nicht speichern. Daher klicke ich einfach auf diese kleine Schaltfläche Close Workspace. Wenn ich gefragt werde, ob ich die Änderung speichern möchte, klicke ich auf No. In TradeStation kann man eine Eingabe nicht rückgängig machen. Ich wünschte, das wäre möglich. In diesem spezifischen Kursdiagramm habe ich alles geändert. Ich kann meine Änderungen allerdings nicht rückgängig machen. Wenn ich also wieder den dunklen Hintergrund möchte, muss ich zum gleichen Dialogfenster zurückgehen und die Einstellung ändern. Ich möchte das aber nicht. Ich mache also weiter und entferne das Kursdiagramm und öffne ein neues. Und dann gehe ich zum Menü Window und ordne es vertikal an. Das war's. Auf Seite 8 haben wir über mehrere Desktops gesprochen und wie Sie Ihre Desktops auf Ihrem Computer anordnen können. Jetzt möchte ich über die Funktion Backup, also sichern, und Restore, also das Wiederherstellen, sprechen. Wenn Sie TradeStation erstmals verwenden, müssen Sie am Beginn alles Mögliche festlegen, also Arbeitsbereiche, Desktops und Ihre Analysetechniken. Wenn Sie benutzerdefinierte Analysen und Strategien importieren wollen, stehen Ihnen möglicherweise Drittprodukte zur Verfügung, die Sie im Trading App Store gekauft haben oder die Ihnen jemand aus der Easy Language Bibliothek bereitgestellt hat. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie nach all dieser Arbeit und Ihren Anstrengungen in TradeStation eine Sicherungskopie davon erstellen. Warum? Weil manchmal etwas Unvorhersehbares passiert. Zum Beispiel könnte Ihre Festplatte verloren gehen. Ihr Computer könnte abstürzen und TradeStation korrumpieren, sodass alle Arbeiten, die Sie erstellt haben, verloren gehen. Daher zeige ich Ihnen nun in TradeStation die Funktion Backup und Restore, also sichern und wiederherstellen, die Ihnen Ihr Leben erleichtern wird. Peter, ich wünschte, die Rückgängigfunktion wäre bald verfügbar, aber ich glaube nicht, dass eine solche geplant ist. Ich glaube, TradeStation nimmt an, dass alle Änderungen, die Sie vornehmen, von Ihnen auch wirklich gewollt sind. Ich habe aber auch noch nie von einer Funktion gehört, mit der es möglich ist, etwas rückgängig zu machen. Insbesondere wenn es um eine schlechte Transaktion geht, oder? Okay. Dann mal sichern und wiederherstellen. Gehen wir nun zum Menüfile, wo sich die Funktion Backup Restore, also sichern und wiederherstellen, befindet. Also TradeStation Backup Restore. Jetzt klicke ich einmal TradeStation sichern an. In dem nun angezeigten Feld finden Sie alle Elemente, die in Bezug auf die Sicherungsfunktion geändert werden können. Sie können benutzerdefinierte Symbolisten erstellen oder neue Desktops, Makros, Einstellungen für Option Station Pro oder Scans festlegen. Alles, was Sie ändern können, kann hier für ein Backup ausgewählt werden. Vielleicht wissen Sie ja nicht, welche Dinge Sie spezifisch angepasst haben. Es schadet auf jeden Fall nicht, alles anzuhaken. Die Sicherung wird zwar etwas länger dauern, aber es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, als später dann Probleme zu haben. Oft werden Sie daher alles auswählen und davon eine Sicherungskopie erstellen. Wenn TradeStation die verschiedenen Elemente durchgeht und keine benutzerdefinierte Einstellung findet, überspringt er das Element einfach. Eines der Dinge, die Sie möglicherweise nicht überprüfen lassen sollten, ist der Datencache.
Wahrscheinlich haben Sie davon noch nie zuvor gehört, aber jedes Mal, wenn Sie ein Kursdiagramm in TradeStation hochladen, speichert TradeStation viele dieser Daten auf der Festplatte Ihres Computers. Keine Sorge. Die Dateiendaten sind wirklich sehr klein und brauchen auf Ihrem Computer nicht viel Platz. Warum macht TradeStation das? Weil es um einiges schneller ist, diese Daten von der Festplatte zu laden, sobald diese einmal geladen wurden. TradeStation muss nicht immer online eine Verbindung zu einem Server herstellen und die Daten von dort jedes Mal herunterladen. Das Programm ruft einfach die letzten Daten von Ihrer Festplatte ab und aktualisiert sie dann in Echtzeit über das Internet. Und das ist der Grund, warum TradeStation Daten auf Ihrer Festplatte speichert. Der sogenannte Cache. Wenn Sie nun wieder eine Sicherung erstellen, ist es notwendig, den Datencache auszuwählen. Denn wenn Sie die TradeStation erneut installieren und Ihre Arbeitsbereiche hochladen, stehen Ihnen diese Daten ohnehin wieder zur Verfügung. Eine Sicherung ist deshalb nicht notwendig. Sofern, und das möchte ich betonen, sofern Sie keine Tickdaten verfolgen oder sammeln. Sie wissen, wie viele Tickdaten Ihnen in TradeStation zur Verfügung stehen? Es stehen lediglich die Tickdaten von 6 Monaten zur Verfügung, was jedoch eine Menge an Daten ist. Ich meine, auf Tick-Ebene sprechen wir hier von einer Riesenmenge an verschiedenen Ticks und dabei werden große Dateien erstellt. Und aus diesem Grund speichern wir, was das Tick-Intervall anbelangt, nur die Daten der letzten 6 Monate. Wenn Sie als Händler Tickdiagramme verwenden und möchten, dass Ihre Tickdiagramme über diese 6 Monate hinausgehen, dann sollten Sie Datencache ankreuzen. Für 6 Monate stellen wir diese Daten ja bereit. Tickdaten werden ab dem Zeitpunkt Ihrer erstmaligen TradeStation-Nutzung gesammelt und bei Ankreuzung von Datencache stehen Ihnen wahrscheinlich die Tickdaten von 7 bis 8 Monaten bis zu 1 oder 2 Jahren zur Verfügung. Und zwar jedes Mal, wenn Sie sich anmelden. An Caesar, wir haben keine Cloud. Wenn Sie einen Cloud-Server verwenden, und es gibt ja viele Unternehmen, die einen solchen Dienst haben, können Sie Ihre Sicherungsdateien und Arbeitsbereiche auf eine Cloud hochladen. So sind Sie geschützt und ebenfalls gesichert. Und Larry, Sie möchten wissen, ob TradeStation Hosting Services anbietet, damit man Dinge auf TradeStation Server hochladen kann. Momentan steht dies nicht zur Verfügung. Allerdings habe ich gehört, dass das geplant ist. Momentan wird alles in der Cloud erledigt. Und jedes Unternehmen, das keine Cloud-ähnlichen Services anbietet, ist wirklich hinter der Zeit zurück. Natürlich möchte TradeStation seinen Kunden diese Dienstleistung anbieten. Sie dürfen mich nicht zitieren, aber ich habe bereits Gespräche über die Verfügbarkeit dieser Funktion mit angehört. Allerdings habe ich nicht viele Informationen darüber. Aber ich weiß, dass momentan über eine Funktion gesprochen wird, mit der es möglich sein soll, eine Strategie auf einem Server auszuführen oder Arbeitsbereiche auf einem Server zu haben, ohne dass sie auf ihrem lokalen Computer gespeichert sein müssen. Hier oben rechts, das ist der Speicherort. Sie können den Speicherort ändern. Ihrer wird nicht der Speicherort sein, den Sie hier momentan sehen. Ich glaube, es gibt einen bestimmten Ordner, in dem wir Sicherungsdateien speichern. Die Sicherungsdateien werden separat vom TradeStation-Ordner oder Verzeichnis gespeichert. Wenn Sie also TradeStation deinstallieren, werden Ihre Archive nicht gelöscht. Sehr praktisch. Um jedoch auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir immer, dass Sie diese Sicherungsdatei an einem anderen Ort speichern. Speichern Sie sie auf einem USB-Stick oder senden Sie sie per Mail an Ihre eigene E-Mail-Adresse. Speichern Sie sie an einem von Ihrer Festplatte unabhängigen Ort, damit Sie immer über eine Sicherheitskopie verfügen, insbesondere wenn Sie viel Arbeit haben. Sie sollten also sicherstellen, dass Sie die Sicherungsdatei an einem anderen Ort speichern als Ihre Sicherungskopie. Aufgrund des Speicherorts wissen Sie, wo die Datei gespeichert wird. Die Sicherungskopie ist eine einzige Datei, die alle Elemente enthält, welche hier links angehakt sind. Sie können auch festlegen, dass eine automatische Sicherung durchgeführt wird. Manchmal ist es ganz nett, über eine solche Sicherungsfunktion zu verfügen, aber wenn wir uns nicht daran erinnern, dass wir eine Sicherung durchführen sollten, nützt sie uns recht wenig. Wenn Sie jedoch festlegen, dass eine Sicherung automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden soll, ist das ziemlich bequem.
Das Gute daran ist, dass TradeStation für das Durchführen einer Sicherung nicht offen oder ausgeführt werden muss. Das Einzige, was Sie einschalten müssen, ist Ihr Computer. Wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist, wird er keine Sicherung durchführen. Um die Sicherung durchzuführen, müssen Sie jedoch nicht bei TradeStation angemeldet sein. Bei der Festlegung des Zeitpunkts wird, glaube ich, eine Art von Microsoft-Terminfunktion verwendet, damit die Sicherung im Hintergrund abläuft. Legen Sie daher unbedingt einen Sicherungszeitpunkt fest. Die Sicherungshäufigkeit hängt davon ab, wie Sie TradeStation nutzen. Wenn Sie ein Händler sind, der seine Arbeitsbereiche jeden Tag ändert, werden Sie wahrscheinlich jeden Tag eine Sicherung durchführen wollen. Wenn Sie jedoch keine Änderungen vornehmen, reicht wahrscheinlich eine wöchentliche oder monatliche Sicherung aus. Sie sollten diese Funktion jedoch unbedingt aktivieren, damit Sie über eine Sicherungskopie verfügen, wenn Sie TradeStation neu installieren müssen und nicht alles neu erstellen wollen. Hörte, ich habe gerade Ihre Frage gesehen. Sie fragen, ob es möglich ist, weitere Tickdaten von uns zu erhalten. Die Antwort ist leider nein. Sie können keine weiteren Tickdaten von uns erhalten. Allerdings gibt es andere Anbieter von Tickdaten. Wenn Sie also Tickdaten aus der Vergangenheit laden möchten, sollten Sie sich über solche Anbieter informieren. Bei der Verwendung von Tickdaten von einem anderen Anbieter gibt es allerdings ein Problem. Nehmen wir an, Sie erhalten von einem Anbieter Tickdaten aus 3 Jahren und Sie laden diese Daten in TradeStation hoch. Schließlich bieten wir ja diese Möglichkeit an, Daten Dritter zu importieren. Sobald diese Daten jedoch in TradeStation zur Verfügung stehen, werden sie nicht mehr in Echtzeit aktualisiert, weil es kein Symbol gibt, das der Datenserver erkennt. Sie können also nur Analysen mit historischen Daten erstellen. TradeStation bietet Ihnen zwar nur Daten von 6 Monaten an, allerdings werden Ihre Kursdiagramme bei Verwendung dieser 6 Monate in Echtzeit aktualisiert. Ihre Frage ist gut, Larry. In Larrys Frage geht es um Folgendes. Wenn man in einer simulierten Umgebung arbeitet und festlegt, welche Arbeitsbereiche und Desktop geöffnet werden sollen, werden dieselben geöffnet, wenn man sich in die Live-Umgebung einloggt? Die Antwort ist ja, Larry. Alles, was man in TradeStation anpasst, zum Beispiel Farben, Stile, Analysetechniken, jeden Arbeitsbereich, den man erstellt, wird für beide Umgebungen verwendet. Es ist egal, in welcher man gerade angemeldet ist. Wenn Sie irgendetwas in der simulierten Umgebung erstellen und sich danach in der Live-Umgebung anmelden, können Sie genau dieselben Einstellungen verwenden, die Sie zuvor festgelegt haben. Sie haben nun also die Sicherungskopie erstellt. Und das Interessante daran ist, dass bei der Durchführung der Sicherung Ihre Verbindung zu TradeStation unterbrochen wird. Führen Sie die Sicherung daher nicht mitten in einem Handel durch, weil TradeStation die Verbindung automatisch unterbrechen wird. Das ist einfach Teil des Sicherungsprozesses. Wenn Sie sich also gerade Echtzeitdaten ansehen oder einen Handel beobachten, sollten Sie keine Sicherung starten. Sicherungen sollten nur außerhalb der Handelszeiten durchgeführt werden, weil dadurch die Verbindung zu TradeStation unterbrochen wird. Es kann auch sein, dass Sie eine Sicherung wiederherstellen müssen, zum Beispiel wenn Sie Ihre Festplatte verlieren. Dann müssen Sie eine neue Festplatte installieren und Sie müssen auch TradeStation wieder installieren. Allerdings verfügen Sie ja über eine Sicherungskopie. Um die Daten in TradeStation wiederherzustellen, gehen Sie zum Menü-File, klicken dann auf Backup, Restore, TradeStation und dann auf Restore TradeStation Archiv. Dadurch können Sie Ihre Computer durchsuchen. Ich werde nun den Suchvorgang starten. Und wenn Sie Ihren Computer durchsuchen, dann sollten Sie zum Verzeichnis gehen, wo sich die Archive befinden. Wenn sich diese auf einem USB-Stick befinden, setzen Sie den Stick in den Computer ein und importieren Sie das Archiv vom Computer. Dadurch wird alles, was zuvor gespeichert wurde, während Ihrer Neuinstallation importiert. Scott, ich sehe, Sie haben eine Frage zu benutzerspezifischen Farbvorlagen gestellt. Danke auch an Larry für seinen Vorschlag, Sicherungen an Samstagen durchzuführen. Scott, wir haben einige Vorlagen, die Sie in manchen TradeStation-Fenstern verwenden können, jedoch nicht in allen. Für das Charting gibt es zum Beispiel keine Farbvorlagen. Sie müssen die Farben selbst auswählen. Aber in einigen anderen Fenstern, wie im Radar-Screen-Bildschirm, über den wir in einer der anderen Lektionen sprechen werden, besteht die Möglichkeit zur Verwendung von Vorlagen mit bereits von uns ausgewählten Farben und Stilen. Beim Charting müssen Sie alles manuell auswählen. Sprechen wir nun über die Werkzeugleisten. Ich bin nun auf Seite 10 der PDF. Toolbars, zu Deutsch Werkzeugleisten, sind ganz oben. Und ich habe bereits angesprochen, dass Werkzeugleisten fensterspezifisch sind.
Ich gehe nun hier herüber zu meinem anderen Arbeitsbereich, wo sich die Matrix und Time und Sales befinden. Beachten Sie, dass das Matrix-Fenster das aktive ist. Warum ich das weiß? Weil die Titelseite meines Fensters dunkler ist. Sehen Sie hier, die Titelseite von Time und Sales ist heller. Wenn ich auf Time und Sales klicke, können Sie sehen, wie sich die Farbe ändert. Und genau so können Sie herausfinden, welches Fenster aktiv ist, welches dasjenige ist, das angeklickt ist. Achten Sie hier, wenn ich auf den Matrix klicke, auf die Schaltflächen meiner Werkzeugleiste. Diese unterscheiden sich von denen beim Charting. Wenn ich auf Zeit und Verkäufe klicke, können Sie sehen, wie sich die Schaltflächen ändern. Das sind also Werkzeugleisten, die fensterspezifisch sind. Sie können die Werkzeugleisten auch anpassen. Ich gehe nun zurück zu meinem Charting-Arbeitsbereich. Einige der Schaltflächen hier, einige der Dinge hier auf der Werkzeugleiste werden Sie wahrscheinlich nicht benötigen oder überhaupt nicht verwenden. Ich werde Ihnen ein Beispiel hierfür geben. In einem Kursdiagramm verwende ich manchmal den Auf- und den Abwärtspfeil, um die Position meines Kursdiagramms zu verändern. Sehen Sie, wie sich die Abstände zwischen den Strichen vergrößern und verringern? Ich verwende hierfür die Auf- und Abwärtspfeile auf meiner Tastatur. Genau dasselbe könnte ich aber mit den Schaltflächen hier machen. Den Abstand zwischen den Strichen vergrößern und verringern. Derselbe Effekt. Nun, ich kann diese Schaltflächen hier lassen, obwohl ich sie kaum benutze, da ich ja immer meinen Auf- und Abwärtspfeil verwende. Wie kann ich diese Tools aber von der Werkzeugleiste entfernen? Das ist sehr einfach. Gehen Sie zum Menü View, dann zu Toolbars. Sie sehen das hier auf meinem geschützten Bildschirm nicht, weil die Menüleiste zu lang ist. Die letzte Option ist jedoch Customize, also anpassen. Wenn Sie diese Option aufrufen, erscheint die Registerkarte Commands, also Befehle. Das sind alle Tools, die Sie zur Werkzeugleiste hinzufügen können. Wir zeigen in TradeStation auf der Werkzeugleiste jedoch nicht alle Symbole an, weil es hierfür einfach nicht genügend Platz gibt. Rufen Sie daher dieses Feld auf, klicken Sie all die verschiedenen Kategorien an und sehen Sie sich einfach die verschiedenen Funktionen an, die es auf der TradeStation-Werkzeugleiste als Schaltfläche gibt. Vielleicht finden Sie etwas, das Ihr Leben erheblich vereinfacht, wenn Ihnen hierfür ein Shortcut zur Verfügung steht. Und wenn ich hier diese zwei Schaltflächen entfernen möchte, klicke ich sie einfach an. Und es ist sehr wichtig, dass dieses Fenster mit der Bezeichnung Customize geöffnet ist. Ich klicke auf die Schaltflächen und ziehe sie herüber in das Fenster. Beachten Sie, wie eines davon verschwindet. Ich klicke auf das andere und ziehe es hier rein. Diese Schaltflächen werden nun nicht mehr angezeigt. Wenn Sie nicht ständig Trading-Apps aufrufen und wieder Chartanalyse anklicken möchten, kann ich dieses neue Chartanalysefenster zu meinem Hauptwerkzeugsleiste hinzufügen. Die Hauptwerkzeugsleiste ist diejenige, die sich nicht ändert und immer angezeigt wird. Ich habe also die erste Schaltfläche, nämlich New Workspace, neuer Arbeitsbereich, aber ich möchte diese neue Chartanalyse-Schaltfläche hier herüber auf meine Werkzeugleiste ziehen. Einfach anklicken und ziehen. Dann zwischen die beiden Schaltflächen ziehen, wo Sie sie einfügen möchten und dann einfügen. Beachten Sie, dass auf meiner Werkzeugleiste nun eine weitere Schaltfläche angezeigt wird. Ich schließe nun das Customize-Fenster und verwende in Zukunft diese Schaltfläche auf der Werkzeugleiste zur Erstellung eines neuen Kursdiagramms. Genauso wie ich es wollte. Okay. Sie können eine Werkzeugleiste übrigens sogar komplett neu erstellen. Rufen Sie hierfür unter dem Menü View die Option Toolbars auf und klicken Sie dann auf Customize. Wenn Sie also nicht die Werkzeugleisten verwenden wollen, die Ihnen in TradeStation zur Verfügung stehen und die meiner Meinung nach sehr nützlich sind, können Sie eine komplett neue erstellen. Klicken Sie einfach hier, benennen Sie die Werkzeugleiste und teilen Sie diese. Das ist wichtig, denn wenn Sie möchten, dass Ihre Werkzeugleiste immer angezeigt wird, dann müssen Sie sie unbedingt teilen. Ansonsten ist die Werkzeugleiste fensterspezifisch. Genauso wie die anderen Werkzeugleisten, die ein- und wieder ausgeblendet werden. Wenn Sie also möchten, dass eine Werkzeugleiste immer angezeigt wird, müssen Sie sie teilen.
Jeffrey, ich sehe gerade Ihre Frage zum C links oben in meinem Kursdiagramm. Wenn ich den Mauszeiger über das C bewege, erscheint der Wortlaut Data Corrections Pending, also Datenkorrektur im Gange. Und genau das geschieht gerade. Von der Börse werden ständig Echtzeitdaten an TradeStation übertragen. Ab und zu gibt es einmal einen falschen Tick, der jedoch von der Börse gemeldet wird. Sie haben also die Möglichkeit, Ihre Chartanalyse entsprechend zu ändern. Warum bieten wir Ihnen diese Möglichkeit und führen diese Änderung nicht automatisch durch? Weil Ihr Kursdiagramm möglicherweise Analysen und Strategien enthält und wenn Sie diese korrigieren, werden neue Berechnungen angestellt und Ihre Strategie nicht mehr mit Ihrem Echtzeithandel synchronisiert. Und daher geben wir Ihnen immer die Möglichkeiten, Daten selbst zu korrigieren, wenn eine Datenkorrektur von der Börse übermittelt wird. Wie führen Sie eine solche Datenkorrektur also durch? Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das C klicken, sehen Sie die Option. Entweder übernehmen Sie die Korrektur für dieses Fenster oder alle Fenster oder Sie ignorieren sie. Wenn ich die Daten korrigiere, können Sie sehen, wie die Kursdiagramme neu geladen werden und das C verschwindet. Die Daten sind nun also korrigiert. Sie erfahren zwar nicht, welcher Datenpunkt falsch war, die Daten werden jedoch automatisch für Sie korrigiert. Okay, ich gehe nun auf Seite 11 weiter. Dort geht es ums Befehlsfeld. Nur ein paar Infos über das Befehlsfeld und wie es funktioniert. 30 Minuten haben wir noch vor uns und ich bitte Sie noch ein wenig durchzuhalten. Ich werde nun also das Befehlsfeld vorstellen. Das Befehlsfeld ist dieses Feld hier rechts oben in der TradeStation. Das Befehlsfeld ist echt nützlich, weil es Tastaturbefehl erkennt. Sie können etwas in TradeStation eingeben und TradeStation reagiert darauf. Zum Beispiel das Symbol eines Kursdiagramms ändern oder das Intervall eines Kursdiagramms. Wir werden das machen, wenn wir zur Chartanalyse kommen. Dann werde ich Ihnen alle Dinge zeigen, die man mit dem Befehlsfeld tun kann. Zunächst möchte ich Ihnen aber noch ein paar Befehle zeigen, die Sie im Befehlsfeld verwenden können, die Sie jedoch wahrscheinlich noch nicht kennen. Zum Beispiel gibt es einen Befehl zur Erstellung eines neuen Kursdiagramms, den Sie über Ihre Tastatur eingeben können. Dieser Befehl lautet Punkt NC. Damit meine Eingabe vom Befehlsfeld erkannt wird, muss ich nicht in das Befehlsfeld klicken. Ich fange einfach an zu tippen und die eingegebenen Buchstaben erscheinen automatisch im Befehlsfeld. Punkt NC ist also der Befehl zur Erstellung eines neuen Kursdiagramms. Wenn ich die Eingabetaste drücke, sehen Sie, wie ein neues Kursdiagramm erscheint. Wenn Sie ein Händler oder ein PC-Nutzer sind, der Tastaturbefehle mag, werden Sie das Befehlsfeld lieben. Denn dort können Sie Befehle eingeben, zum Beispiel nur ein paar Buchstaben wie ich gerade und bestimmte Funktionen in TradeStation ausführen. Dasselbe gilt für die Markttiefe. Wenn ich Punkt ND eingebe und die Eingabetaste drücke, erscheint Command not recognized, also Befehl nicht erkannt. Also ist das wahrscheinlich kein Befehl. Wenn Sie also etwas eingeben, das sich nicht in der Bibliothek befindet, erhalten Sie diese Fehlermeldung. Anscheinend habe ich mir den Befehl nicht richtig gemerkt. Der richtige Befehl lautet Punkt NMD. Ich hätte das N für New vergessen. Das MD steht tatsächlich für Market Depth, also Markttiefe. Ich drücke die Eingabetaste und auf dem Bildschirm erscheint ein Fenster mit der Markttiefe. Natürlich müssen Sie sich jedoch nicht alle Befehle merken. Diese stehen in Tabellenform zur Verfügung, wo alle verfügbaren Befehle aufgelistet sind. Wo Sie diese Tabelle finden? Gleich rechts neben dem Befehlsfeld gibt es ein kleines Dreieck. Nein, nicht der Dropdown-File. Rechts daneben gibt es ein Dreieck für History and Commands List, also Verlaufs- und Befehlsliste. Wenn Sie das Dreieck anklicken, sehen Sie die letzten 10 Symbole, die Sie in TradeStation verwendet haben, sowie Ihre letzten 10 Datenintervalle. Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit jedoch hierher nach unten. Sonstige Befehle. Wenn ich dies anklicke, öffnet sich die Hilfedatei. Ich bringe diese nun auf meinen Bildschirm, damit Sie sie sehen können. Das ist eine Hilfedatei. Von dort aus gelangen Sie zu einer Seite mit der Bezeichnung Command Line Reference, Sorted by Application, also Befehlsfeldreferenz, sortiert nach Anwendung. Oder Sie klicken auf Command Line Reference, All Commands, Befehlsfeldrelevanz, alle Befehle. Dann erfolgt die Sortierung nach Befehlen. Ich zeige Ihnen nur einige Dinge, die Sie hier finden können. Diese Auflistung wird nach Anwendung angezeigt. Und Sie können hier sehen, dass es eine lange Bezeichnung gibt und eine kurze.
Das sind die Desktop-Befehle. Sehen Sie sich die Befehle für ein neues Kursdiagramm, .nc, neue Hotlisten, .nhl, neue Zeit- und Verkäufe, .nts im Folgenden an. All diese Befehle können Sie im Folgenden ausprobieren und TradeStation wird sie ausführen. In dieser Befehlsfeldreferenz finden sich also alle Befehle, die Sie eingeben können. Und wenn Sie Befehle lieber über die Tastatur eingeben, werden Sie es ganz toll finden, dass wir die Befehle für Sie bereits vorprogrammiert haben. Nun werde ich ein paar der Fragen beantworten, die über den Chat eingegangen sind. Stan hat ein Problem mit dem Ausdrucken des Dokuments. Ich weiß nicht, ob jemand anderer dasselbe Problem hat, aber eigentlich ist das nur eine PDF. Sie sollten es also problemlos ausdrucken können. Wenn Sie das Problem weiterhin haben, kann ich Ihnen das PDF eventuell direkt per E-Mail senden. Ich werde Ihnen gleich meine E-Mail-Adresse geben. Falls Sie irgendwelche Fragen haben oder Fragen nach dem Kurs auftauchen, können Sie mir diese gern per E-Mail zusenden. Ich werde auf jeden Fall versuchen, sie zu beantworten. Falls nicht, werde ich Ihre Fragen an jemanden weiterleiten, der das kann. Michael, ich sehe, Sie haben eine Frage zum Löschen des Verlaufs. Wenn Sie den Verlauf rechts hier in meinem Befehlsfeld meinen, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Wenn Sie jedoch in Zukunft andere Symbole verwenden, wird der Verlauf einfach aktualisiert. Wenn Sie zu File, Preferences, TradeStation Desktop gehen, sehen Sie dort, welche Arbeitsbereiche Sie gerade verwenden. Lassen Sie mich kurz nachsehen. Ah, hier ist es. Befehlsfeld, Eingabeliste, Verlaufs- und Befehlsliste. Sie können die Anzahl der angezeigten Elemente reduzieren. Ich habe Ihnen vorhin den Verlauf mit 10 Symbolen und 10 Intervallen gezeigt. Wenn Sie diese jedoch auf eine geringere Anzahl beschränken, werden die Befehle rascher aktualisiert und verschwinden schneller. Persat, Sie haben eine Frage zu den Symbolen gestellt und was das Punkt D und das Add beim Symbol bedeuten. Ich möchte mir die genauere Antwort für den Kurs zur Chartanalyse aufheben, die wir in Lektion 4 besprechen werden. Beim Thema Charting werden wir alle Symbole klären. Bleiben wir momentan daher noch bei den Desktop-Einstellungen. Ich zeige Ihnen ein rasches Makro und klicke nun hier auf die Schaltfläche Makro. Das ist das Makro rechts neben dem Befehlsfeld. Es gibt zwei Arten von Makros, Befehlsfeld und Orderer-Verfassung. Natürlich werden wir uns die Makros zur Orderer-Verfassung für später aufheben. Beachten Sie, dass wir bereits einige Befehlsfeld-Makros für Sie erstellt haben. Wenn Sie wissen möchten, wie diese erstellt werden, markieren Sie ein beliebiges Makro, zum Beispiel Desktop-Leisten, und klicken Sie dann auf Edit, also Bearbeiten. Nun wird das genaue Format der Makros angezeigt, getrennt durch zwei Doppelpunkte. Wenn Sie nun Ihre eigenen Makros erstellen wollen, sollten Sie sich die bereits vorhandenen ansehen und Ihre eigenen nach diesem Muster erstellen. Mit dem Makro Desktop-Leisten können Sie die Desktop-Leisten mit nur einem Befehl entfernen. Wenn ich dieses Makro ausführe, erscheint jedoch die Meldung Command not recognized. Das ist interessant. Probieren wir das Makro Werkzeugleisten aus. Sie werden sehen, wie die Werkzeugleisten entfernt werden. Ich habe aber keine Möglichkeit, sie wieder zurückzubringen. Versuchen wir noch ein anderes Makro. Okay, David, ich sehe Ihr Problem. Sie haben keine Makros geladen. Wenn Sie im Makros-Dialogfeld keine Informationen sehen, ist die Installation wahrscheinlich fehlgeschlagen. Womöglich müssen Sie sich in diesem Fall an den technischen Support wenden. Aber glauben Sie mir, die Makrofunktion ist echt toll. Dadurch können nämlich eine Reihe von Dingen automatisch mit nur einem Befehl ausgeführt werden. Zum Beispiel kann ein neuer Arbeitsbereich oder ein neues Kursdiagramm mit bestimmten Indikatoren geöffnet werden. Sobald Sie diese Makros erstellt haben, wird das Arbeiten mit TradeStation sehr einfach. Ich sehe, Sie haben eine Frage zum Download der Version 9.5.
Es sollte möglich sein, die Version 9.1 auf diese Version zu aktualisieren, ohne dass sie vorher deinstalliert werden muss. Wenn Sie also in Ihrer TradeStation zur Registerkarte Hilfe gehen und auf TradeStation Update Manager gehen, sollten Sie sehen können, welche Version erhältlich ist und wie Sie Ihre Version aktualisieren können. Also Hilfe und dann wird der TradeStation Update Manager prüfen, welche Versionen für Sie verfügbar sind. Jeff, ich sehe, Sie haben eine Frage zur Verwendung des Befehlsfelds, um das Diagrammintervall zu ändern. Darüber werden wir ebenfalls in Lektion 4 sprechen, aber eigentlich müssen Sie das nur eingeben. Wenn Sie ein 5-minütiges Kursdiagramm bevorzugen, geben Sie einfach 5 Minuten ein. Dann sollte das funktionieren. Rodney, Sie möchten wissen, ob Daten auf einem anderen Laufwerk gespeichert werden können. Wenn Sie die Daten meinen, die TradeStation speichert, lautet die Antwort ja. Sie müssen nur auswählen, wo TradeStation diese Daten speichern soll. Wenn Sie Datei, Einstellung, TradeStation Netzwerk, Cache auswählen, können Sie das Cache-Verzeichnis und das Laufwerk auswählen. Und die Daten werden dann dort gespeichert. Michael, ich glaube nicht, dass Sie wieder zu einer vorherigen Build-Version zurückkehren können, es sei denn, sie ist verfügbar. Wenn Sie zur Hilfe gehen und TradeStation Update Manager anklicken und dann Show All auswählen, erscheint eine Liste mit all Ihren TradeStation Updates. Und wenn manchmal eine ältere Build-Version vorhanden ist, haben Sie hier die Möglichkeit, das System wieder auf seine frühere Version zurückzusetzen. Überprüfen Sie daher immer die Informationen zu den Build-Versionen, auf die Sie Ihr System zurücksetzen können. Malcolm, wenn Sie kein Befehlsfeld haben, überprüfen Sie, ob die Werkzeugleiste angehakt ist. Gehen Sie zu View Toolbar, also Werkzeugleiste anzeigen. Stellen Sie sicher, dass die Hauptwerkzeugleiste angehakt ist. Das ist diejenige mit dem Befehlsfeld. Und wenn Sie sie dann immer noch nicht sehen können, sollten Sie sich an den technischen Support wenden. Dieser wird Ihnen weiterhelfen. Sie können aber auch Ihre eigenen Werkzeugleisten erstellen. Vielleicht haben Sie zum Beispiel mehrere Positionen geöffnet. Ich gehe hierher zu meiner Orderleiste und gebe schnell einige Positionen ein, damit Sie sehen können, wie das funktioniert. Jetzt gebe ich also eine Position für Microsoft ein und öffne eine Position in Apple Cisco. Ich habe also hier mehrere Positionen geöffnet. Nun möchte ich Ihnen etwas zeigen. Ich gehe kurz hierher zum Makro-Dialogfenster. Hier gibt es ein Makro mit der Bezeichnung Close All Positions. Es gibt also ein Befehlsfeld, das sich auf die bei mir geöffneten Positionen bezieht. Sehen wir einmal, wie das funktioniert. Ich könnte das natürlich gleich hier ausführen, aber stattdessen möchte ich Ihnen etwas total Cooles zeigen. Ich kann die Schaltfläche Toolbar anklicken und dann sehen Sie, dass zum Schließen aller Positionen bereits eine Werkzeugleiste zugewiesen wurde. Ich kann diese Schaltfläche aber modifizieren. Hierfür gehe ich hierher zu Modify Button, also Schaltfläche modifizieren. Und füge dieses Stoppzeichen hinzu. Handel stoppen. Alle Positionen schließen. Nun klicke ich auf OK. Sie sehen nun, dass das Makro mit dieser Schaltfläche verknüpft wurde. Ich ziehe diese Schaltfläche jetzt nach oben auf meine Werkzeugleiste und füge sie rechts neben meiner Lupe ein. Die Schaltfläche ist nun Teil meiner Hauptwerkzeugsleiste. Und schließen. Technisch gesehen sollte beim Anklicken dieses Stoppzeichens das Signal versandt werden, dass alle meine Positionen geschlossen werden.
Wenn ich das jetzt versuche, erhalte ich die Meldung: Would you like to run the close all positions macro? Wenn ich Yes anklicke, wird die Meldung Order Entry Macros are locked angezeigt. Aus Sicherheitsgründen sind diese Makros nun für Sie gesperrt. Um sie wieder zu entsperren, müssen Sie zur Statusleiste gehen. Sehen Sie das Feld, in dem OE Makros in Rot angezeigt wird? Wenn ich auf OE Makros doppelklicke, ändert sich die Farbe in Grün. Durch neuerliches Doppelklicken wird die Schrift rot. So kann das Makro also entsperrt werden. Ich werde das nochmals versuchen. Nun werde ich gefragt, ob ich das Makro Closed All Positions ausführen möchte. Ich klicke auf Yes. Beachten Sie, wie meine Positionsleiste leer wird. Es werden Marktorder versendet, damit alle meine Positionen geschlossen werden. Diese Dinge kann man ganz gut mit Hilfe von Makros automatisieren. Das sollte jedoch nur als ein Beispiel dienen. Sie können das Ganze auch von der Schaltfläche der Werkzeugleiste oder mit Hilfe einer Tastenkombination ausführen. Da wir nur noch wenig Zeit haben, werde ich jetzt etwas schneller vorangehen. Bitte entschuldigen Sie. Sprechen wir nun über das Verknüpfen von Fenstern auf Seite 14 und 15. Tolle Funktion. Ich zeige Ihnen, wie sie funktioniert. Jedes Fenster in TradeStation hat auf der Titelseite eine Schaltfläche für S, also Symbol, und eine Schaltfläche für I, Intervall. Diese Schaltflächen sind zweigeteilt. Es gibt dieses S und dann den Dropdown-File. Wenn ich den Dropdown-File anklicke, werden mir verschiedene Optionen angezeigt. Wenn ich stattdessen das S anklicke, wird die Verknüpfungsfunktion aktiviert. Beachten Sie, wie die Schaltfläche grün wird. Wenn ich also hier herüber nach rechts gehe und auf das S des anderen Fensters klicke, wird es ebenfalls grün. Ich habe nun diese beiden Fenster innerhalb einer grünen Gruppe verknüpft, sodass sich jede Änderung am Symbol des einen Kursdiagramms auf das andere auswirkt. Ich klicke nun auf dieses Kursdiagramm und ändere es in Apple. AAPL. Drücken Sie Eingabe. Beachten Sie, wie beide Fenster nun zu Apple gewechselt sind, weil sie verknüpft sind. Über Symboländerungen werde ich im Rahmen des Charting sprechen. Beachten Sie jedoch, dass durch eine Fensterverknüpfung jede Änderung in dem einen Fenster auch auf das andere Fenster übertragen wird. Keith, Sie möchten wissen, ob man das Makro so festlegen kann, dass man ohne Prüf- oder Bestätigungsfenster arbeiten kann. Ja, das ist möglich. Und das ist nur eine der Einstellungen des Makros. Wenn Sie auf Edit klicken, erscheint ein Fenster mit der Meldung, ob Sie eine Bestätigung erhalten möchten. Und Sie müssen das nur ankreuzen oder das Häkchen entfernen. Ich entferne nun die Orderleiste und die Positionsleiste und erstelle vier verschiedene Kursdiagramme. Gehe zu Window und Arrange All. Ich verknüpfe die beiden oberen durch das S-Symbol, das nun grün wird. Für die beiden unteren wähle ich eine andere Farbe. Wenn Sie eine andere Farbe möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Gelb. Sobald Sie eine neue Farbe gewählt haben, wird sich TradeStation an diese Farbe erinnern. Und wenn Sie die nächste Verknüpfung erstellen, wird die zuletzt verwendete Farbe, also Gelb, verwendet. Wenn ich hier unten das Symbol in Yahoo ändere, ändern sich die unteren beiden Fenster in Yahoo. Auch die Intervallfunktion ist toll, weil dadurch die Datenintervalle miteinander verknüpft werden. Ich klicke also hier auf das Fenster links oben und das untere Fenster. Und ich werde dieses Fenster als Daily, also täglich, markieren. Beachten Sie, dass wenn ich das Datenintervall des einen Fensters ändere, sich auch das andere ändert. Ich werde nun für die beiden rechten Fenster eine andere Farbe wählen und sie dunkelblau machen. Ich wähle die Farbe für dieses eine Fenster hier und das untere und lege die Zeitdauer mit 30 Minuten fest. Wenn ich also das eine Fenster ändere, ändert sich das andere automatisch. Dabei spricht man von einer lokalen Verknüpfung. Sie funktioniert innerhalb des Arbeitsbereiches.
Nun werde ich Ihnen eine fortgeschrittene Funktion namens globale Verknüpfung zeigen, die über Arbeitsbereiche und Desktops hinweg funktioniert. Das kann der Arbeitsbereich sein, den ich mir zu Analysezwecken ansehe. Wenn ich aber handeln möchte, komme ich hier zu meiner Matrix zurück und platziere meine Aufträge hier. Ich möchte aber nicht mehrere Matrixfenster geöffnet haben. Ich möchte nur eines haben und dieses verknüpfen, damit es sich ändert, wenn ich das Symbol ändere. Ich zeige Ihnen das einmal. Ich gehe hierher zum Dropdown-Menü und wähle Green, Global Symbol Link, also grüne globale Symbolverknüpfung. Das ist also eine globale Verknüpfung. Ich gehe nun zurück zu meinem Arbeitsbereich und ändere diese Einstellung von lokal in global. Wenn ich mir einige Analysen ansehe und ich das Symbol ändere, ich ändere nun die beiden oberen Kursdiagramme in Facebook. Dann gehe ich zu meiner Matrix und sehe, dass Facebook dort bereits angezeigt wird. Es ist eine globale Verknüpfung. Diese sind sehr nützlich, wenn Sie mit verschiedenen Arbeitsbereichen und Desktops arbeiten. Denn alles, was Sie in einem Fenster tun, wirkt sich auf die anderen aus. Ich zeige Ihnen nun noch etwas anderes, weil dies nur eine grüne Verknüpfung ist. Was geschieht, wenn ich auch die gelben Verknüpfungen global machen möchte? Ich ändere also die Einstellung in global. Das Symbol wird immer noch gelb angezeigt. Ich gehe nun zurück zu meiner Matrix und ich ändere sie in eine Symbolverknüpfung für globale Zuhörer. Ein globaler Zuhörer ist eine Art Verknüpfung, die auf jede Veränderung in TradeStation reagiert. Diese Einstellung wird unabhängig vom Fenster, das diese Verknüpfung generiert, angewendet. Ich zeige Ihnen das einmal. Ich klicke auf Global Listener, also globaler Zuhörer. Beachten Sie, wie bei der Matrix noch immer Facebook angezeigt wird. Ich gehe nun hier herüber zu meinem Arbeitsbereich und ändere bei den beiden oberen Fenstern das Symbol. Sagen wir einmal in Disney. Achten Sie darauf, dass ich das bei meiner grünen Gruppe gemacht habe. Wenn ich nun zurück zu meiner Matrix gehe, wird Disney angezeigt, weil die Matrix die Änderung übernommen hat. Wenn ich nun zurück zu diesem Arbeitsbereich gehe, verwende ich nicht die grüne Gruppe, sondern die gelbe Gruppe. Wenn ich hier nach unten gehe und den Arbeitsbereich in Microsoft ändere und dann wieder die Matrix aufrufe, sehe ich, dass sie bereits in Microsoft geändert wurde, weil sie ein globaler Zuhörer ist. Mithilfe dieser Option wird also auf alles reagiert, was in meiner TradeStation passiert und die Änderung auf das Fenster angewendet. Diese globalen Fenster sind also ein interessantes Konzept, da sie die Änderung eines jeden anderen Fensters übernehmen. Gregory, ja, die gesamte Präsentation wird aufgezeichnet. Wenn Sie sie später ansehen möchten, finden Sie sie über diesen Link. Michael, Sie stellen eine gute Frage. Ist die Anzahl der Verknüpfungen entweder global oder lokal beschränkt? Ja, und zwar auf die hier angezeigten Farben, nämlich gelb, grün, dunkelblau und hellblau. Und dann haben Sie weitere lokale Symbolverknüpfungen. Sie sind also auf die hier angezeigten Farben beschränkt. Die Listener, also Zuhörer, sind aber nur das, was sie sind, nämlich Zuhörer. Sie haben keine spezielle Farbe. Sie haben also einen lokalen Zuhörer und einen globalen Zuhörer, welche auf jedes beliebige Fenster angewendet werden können. Die Anzahl der Fenster, die verknüpft werden können, ist nicht beschränkt. Die Farben sind jedoch sehr wohl beschränkt. Sie können nur jene 16 Farben auswählen, die Sie in diesem Dropdown-Menü sehen. Wenn wir in unserer Präsentation zu Radar Screen kommen, werde ich Ihnen zeigen, wie Sie einige sehr nützliche Verknüpfungen erstellen können. In Radar Screen haben Sie, sagen wir einmal, 100 Symbole und eine Beobachtungsliste kann sehr nützlich sein. Es ist sehr bequem, wenn man nur auf die Symbole klicken muss und das Kursdiagramm wird automatisch aktualisiert. Im Kurs über Radar Screen werden wir mehr darüber erfahren. Ich vergesse immer die Nummer der Lektion, aber im Kursplan sehen Sie, wann dieser Kurs stattfindet. Unter Preferences, die sich in Ihrer PDF auf den zwei vorletzten Seiten befinden, finden Sie eine Reihe interessanter Funktionen und Einstellungen, die Sie in TradeStation anwenden können. Die Option Preferences finden Sie unter File Preferences. Dort gibt es drei Einstellungen, die Sie festlegen können: Desktop Preferences oder Entry Preferences und Network Preferences.
In diesem Kurs werden wir über die Desktop-Einstellung sprechen. Gehen Sie zu Desktop. Dort können Sie die Arbeitsbereiche kontrollieren und festlegen, welche Desktops genau geöffnet werden sollen, wenn Sie sich bei TradeStation anmelden. Nun gehen wir zur Sitzung. Die meisten Symbole, die Sie in TradeStation verwenden, werden die Option Regular Session verwenden. Das ist die Standardeinstellung. Wenn es beispielsweise um Microsoft geht, weiß TradeStation, dass der Handel von 9:30 Uhr bis 4:30 Uhr europäischer Zeit stattfindet. Wenn Sie die Sitzung ändern möchten, die standardmäßig verwendet werden, können Sie dies hier unter der Registerkarte Session tun. Wir haben einen Updates Manager, der kontrolliert, wie TradeStation aktualisiert wird. Standardmäßig werden Updates automatisch heruntergeladen. Sie können sich aber auch dafür entscheiden, ein Update manuell durchzuführen. Dann gibt es noch einige andere Registerkarten wie Performance. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie wissen, dass TradeStation Ihnen mit der Zeit die Verwendung von Multithread und Mehrprozessoren-Systemen gestattet. Die Performance ist mit Auto-Configure bei TradeStation, also der automatischen Konfiguration durch TradeStation festgelegt, was auch empfohlen wird. Wenn Sie jedoch ein fortgeschrittener Benutzer sind und ändern möchten, wie TradeStation Ihre Prozessoren verwendet, können Sie die Option Custom, also benutzerdefiniert, auswählen. Dann wird versucht, auf alle TradeStation-Prozesse, die Sie hier festlegen, einzugehen. Aber die Einstellungen hier unter Performance sind nur eine Möglichkeit, wie Sie die Verwendung eines Mehrprozessorensystems durch TradeStation kontrollieren können. Alexander, Sie haben eine gute Frage in Bezug auf Verknüpfung. Werden sich globale Zuhörer mit Option Station Pro verknüpfen? Ja. Mit der neuen Version von Option Station Pro können Sie nicht nur Verknüpfung zum Basisobjekt herstellen, sondern auch zur Optionsänderung. Wo wir schon über Option Station Pro sprechen, in einer der Lektionen aus dieser Serie werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die Fenster in Option Station Pro verknüpfen können. Burton, Ihre Frage bezieht sich auf die Angebotsaktualisierung in Radarscreen. Ich glaube, die Gebühr hierfür beträgt in etwa 59,95 US-Dollar. Allerdings müssen Sie nichts bezahlen, wenn Sie die Trading-Grenze erreichen. Wenn Sie also bereits TradeStation kostenlos nutzen können, ist auch Radarscreen in diesem Angebot inkludiert. Um Radarscreen ebenfalls gratis zu erhalten, müssen Sie also nicht noch mehr handeln. Sehen Sie sich hier all diese Registerkarten in Bezug auf Einstellungen an. Hier können Sie ändern, wie sich TradeStation in einigen der Fenstern verhält und wie einige der Daten gehandhabt werden. Caesar, ich habe gerade Ihre Frage gesehen. Wie macht man alle Verknüpfungen gleichzeitig rückgängig? Leider gibt es keine Funktion, um alle Verknüpfungen auf einmal aufzuheben. Hierfür müssen Sie auf die Schaltflächen klicken, um die Verknüpfung zu deaktivieren. Ich gehe nun zurück zu meinem Arbeitsbereich hier und klicke auf jede dieser Schaltflächen, um diese Funktion zu deaktivieren. Und Maike, ja, es gibt eine standardmäßige Beobachtungsliste. Sie wird Quotes genannt. Wenn Sie sich nicht für Radarscreen registrieren, gehen Sie bitte zu Ihrem Trading Apps Launcher. Eine Ihrer Schaltflächen sollte fast genauso aussehen wie diese und Quotes heißen. Radarscreen ist nur eine aktuellere Version von Quotes, weswegen wir darauf zugreifen können. Auf Seite 17 geht es um das Thema Help. Der Hilfebereich ist sehr nützlich. Wenn Sie zum Hilfemenü gehen, haben Sie Zugang zum Hilfebereich der TradeStation-Plattform. Ich zeige Ihnen nun, wie das funktioniert. Ich schiebe das hier herüber, sodass es jeder sehen kann. Hier unter Help habe ich bereits oft Antworten auf meine Fragen erhalten. Wenn Sie die Hilfe das erste Mal aufrufen, sehen Sie die einzelnen TradeStation-Kategorien. Wenn Sie aber nicht genau wissen, wo Sie etwas finden können, ist die Suchfunktion ganz toll. Ich gehe also zum Suchfeld und nehmen wir einmal an, ich bin an Makros interessiert. Dann gebe ich das Wort Makros ein und suche danach. Gesucht wird nun in allen Themen, die sich auf Makros beziehen. Nehmen wir jetzt an, Sie haben eine Frage und benötigen mehr Informationen über das Verknüpfen von Fenstern. Ich tippe Fensterverknüpfung ein und klicke auf Search, also Suchen. Danach erhalten Sie Informationen zum Einrichten von Fensterverknüpfungen und die Arten von Fensterverknüpfungen. Das ist oft sehr nützlich. Wenn Sie etwas Bestimmtes vergessen haben, können Sie hier danach suchen.
Dies ist die beste Möglichkeit, um weitere Informationen zu all diesen Themen zu finden. Zum Beispiel zur Sicherung. Geben Sie hier einfach das Wort Sicherung ein, dann auf Search klicken. Hier ist das Thema Sicherung und die diesbezügliche Erklärung. Michael, Sie haben gefragt, ob in TradeStation Chrome als Browser verwendet werden kann. Leider kann in TradeStation nur der Internet Explorer verwendet werden. Das ist der Browser, welchen die Plattform nutzt. Die Verwendung des Internet Explorers ist fix festgelegt. Sie können den Browser, der innerhalb von TradeStation verwendet wird, leider nicht ändern. Es ist und bleibt der Internet Explorer. Neil, Sie haben gefragt, ob es auf dem Kursdiagramm oder in einem Arbeitsblatt einen Indikator gibt, der anzeigt, ob das Wertpapier einfach zu lombardieren ist. Sie können das in TradeStation an sich nicht sehen. Ich meine, TradeStation stellt Ihnen diesbezüglich direkt auf der Plattform keine solchen Informationen zur Verfügung. Sie müssten zur Website gehen und herausfinden, welche Wertpapiere einfach zu lombardieren sind. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob ich hier Zugriff auf die Website habe. Ja, habe ich. Wenn Sie allerdings zum Kundencenter gehen, gibt es dort einen Link. Ich weiß nicht, ob Sie ihn schon gesehen haben, der Ihnen aber zeigt, welche Wertpapiere einfach zu lombardieren sind. Das ist mein Kundencenter. Ich werde das für Sie nachsehen. Senden Sie mir bitte eine E-Mail. Und wenn Sie nicht wissen, wo Sie das finden, ich sehe einen Kommentar, dass Sie wissen, wo das ist. Aber wenn jemand nicht weiß, wo er die Easy-to-Borrow-Liste findet, senden Sie mir bitte eine E-Mail und ich werde den Link für Sie suchen, damit Sie darauf zugreifen können. Nein, es gibt keinen schnelleren Weg. Tut mir leid, Neil. Okay, so, damit ist dieser Kurs nun zu Ende. Wir haben eine Menge Themen angesprochen und ich hoffe, es war nicht zu viel Information für Sie. Allerdings wird der Kurs aufgezeichnet und Sie können ihn gerne im TradeStation-Archiv nochmals ansehen. Einen kurzen Moment, ich stelle nur sicher, dass jeder den Link erhält. Sehen Sie sich die Präsentation einfach in Ihrem eigenen Tempo an, halten Sie sie an, probieren Sie die Funktion aus und so weiter. Sie alle haben also die Möglichkeit, das Archiv aufzurufen und die Informationen nochmals durchzugehen. Das war der gesamte Inhalt, alle Themen also, die ich für diese Lektion 1 vorbereitet habe. Lektion 2 wird morgen am 4. September um 13 Uhr stattfinden. Dann werden wir über die Orderleiste und die Einstellung für die Order-Row-Verfassung sprechen, aber auch über die verschiedenen Dropdown-Menüs und Order-Typen. Zudem werden wir uns mit Aktivierungsregeln und der Erstellung bedingter Order beschäftigen. Wir werden auch kurz auf OCOs und OSOs eingehen. Das wird also ein sehr interessanter Kurs werden mit Infos darüber, wie man Order über die Order-Row-Leiste platziert. Ich hoffe, jeder aus diesem Kurs hat sich bereits für Lektion 2 registriert und ich hoffe, Sie alle morgen wieder begrüßen zu dürfen. Danke für Ihre Zeit, einen schönen Abend noch und wir sehen einander morgen. Tschüss!